Weißt du? Okay, wir hatten die Minen. Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, dass wir die Minen haben. Okay. Zentrale, ich hab was gehört. Oh, warum wirft die denn so kurz? Warum wirft die, wirft doch mal ein bisschen weiter im Jamming. Geh da hin, komm. Okay, 18. Juli. Mach! Bingo. Super okay. Gruselig. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsatemlabor ist. Hier drin muss doch was Nützliches sein. Kann das sein, dass jemand sehr interessiert an Spider-Mans Kräften ist? Nur mal also, nur so ein Tipp so, ne? Also ich weiß ja nicht. Hä? Was soll das? Spinnen? Ja, will Spinnen. Norman Peters Fähigkeiten rekonstruieren? Ach, was? Wie kommst du denn da drauf? Dieser Käfige. Bioelektrokinese. Optische Tarnung. Was will er hier erschaffen? Was sind denn bitte elektrische Chinesen? Oder habe ich da was missverstanden? Oh. Norman Osborn. GR27 Forschungstagebuch. Das Projekt geht den Bach runter. Mhm. GR27 ist ein Heilmittel, keine Krankheit. Mhm. Aber sag das mal den Nachrichtenleuten. Mhm. Sie haben diesen morbiden Spitznamen aufgeschnappt, Teufelsatem, und benutzen ihn, um Hysterie zu schüren. Mhm. Sie haben doch keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ein Heilmittel für Krebs, Erbkrankheiten, Geburtsdefekte. Mit nur etwas mehr Forschung könnten wir es perfektionieren. Stattdessen darf ich die nächsten 18 Monate die Wogen glätten. Aha, was für okay. Eine Zeitverschwendung. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Sollte, ja. Das ist ja unfassbar. Sollte. Hat ja gut geklappt, glaube ich. Hä? Haben wir doch schon. Norman Osborn. Nein. GR27 Forschungstagebuch. Was haben wir hier? Wow. Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. Mhm. Hm. Das ist alles im Besitz von Oscorp. Ja. Krass, wie viel von New York denen gehört. Wahnsinn, ne? Aber hatte das Peter nicht schon rausgefunden durch diesen Plan von... Ich frage einfach gar nicht. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. So jo. Finde ich das Teufelsatemlabor. Oh nein. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Ich okay. Suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Das Dr. Michaels besucht. Also das hier, oder was? Dr. Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude, aber die Sable-Leute fehlen. Das ist es nicht. Hä? Hier sind Sables, Leute, aber... Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Ja, aber hä? Warte. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Willst du mich gerade verarschen? Bravo. Ah, okay. Bravo, Geschäftsgebäude. Ah, okay. Dr. Strom, keine Bewegung. Dr. Michaels leitet das... Nein, ich muss Michaels verfolgen. Wenn er ja, dann schaltet, doch. Dr. Michaels leitet das Teufelsatem-Team. Wo das Antiserum auch sein mag. Er war auch dort. Wow. Ja, alles gut. Das sind viele Datencenter. Oscorp geht voll auf Verteidigungsforschung. Nein, ja. Norman wird sich... Ein Datencenter. Oscorp geht voll Verteidigung. Auf Verteidigungsforschung. Okay. Und das ist wohl das C-Team. Gutes altes Alpha-Team. Am Teufelsatemlabor sind sicher viele Sable-Truppen.
Nein, Norman wird... Ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für das Teufelsatemlabor. GR27. Das ist der Codename für Teufelsatem. Wir haben es, Leute. Zehnte Ecke Cathedral. Wir haben es. Ist das... Wir haben es. Das Labor der Labore. Wusste ich's doch. Zehnte Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR27. Martin Vorfall Lee. Martin Lee. Mhm. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin wirken. Alles klar, jetzt wissen wir auch, warum Martin Lee mit Osborn nicht so freundlich gesinnt ist. Das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Ja. Was hast du getan? Martin Lee. Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Jetzt kommt bestimmt keiner rein und erwischt die. Nein. Komm schon. Oh mein Gott! Alter! Das kannst du doch nicht machen, Mann! Kackspinne, ey. Verdammt! Nein! Mach das weg! Oh, nee. Ein Eindringling. Schlagt Alarm. Wie viele Spinnen hat die denn da? Mach die Spinnen! Alter, das ist eklig. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? Zwei Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Alter. War das eklig. Das war so eklig, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spinnen ist doch nichts Schlimmes, ja, aber wenn man Angst, also wenn man halt Spinnen einfach nicht mag und Angst vor Spinnen hat, dann ist das halt einfach so. Das kann man nicht einfach so ausstellen. Das ist halt eklig. Auch wenn es nur ein Game ist, es ist einfach, nee. Ist einfach nicht meins. Ist einfach nicht meins. Oh Gott! Moment! Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Da sind wir jetzt wo reingerutscht, wo wir nicht so hätten reinrutschen sollen. Scheiße. Oh oh. Der Balkon muss frei sein. Okay, Balkon wird gleich frei gemacht. Pass mal auf, wie frei der gleich ist. Zack. So, Peter, komm mal rum da. Oh nein. Hä? Auf einmal wurde sie erwischt oder was? Oh nein. Bist du da? Bin an der Lexington. Ach, Alter. Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Oh oh. MJ? MJ, kannst du bitte dich, Pete, bereit? Was? Warte, Moment! Zu spät! Du bist dran! Was? Wie, ich bin dran? Du bist irre! Du
Aber es ist unglaublich. Oh. Oh, als ob die einfach da runterspringt. Weißt du, und wir wären wieder schuld gewesen, wenn wir es nicht schnell genug geschafft hätten. Hätten wir wieder die Schuld bekommen, wie immer. Jedes Mal. MJ ist schon komisch manchmal. Also ist cool, also die ist auf jeden Fall ein toughes Mädel, aber... Boah, manchmal schwierig. Das alles, wenn eine Beziehung mich zu schwer ist, Harry, der springt vom Hochhaus. Norman und Lee und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles hat seine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Du bist nicht schuld, Pete, Mann. Danke. Partner. Er geht einfach weg. Alles klar. Geh einfach weg. Alles klar. Oh nein. Warum hat die da immer noch eine Spinne? Oh, die ist krabbeln, Alter. Das ist... Oh nee, ey. Nee. Nee. Das ist einfach nicht schön, Mann. Oh, es ist Nacht. Warte mal, wir müssen switchen. Es ist Nacht. Das geht gar nicht. Wir müssen unseren Nachtanzug auswählen. Ist wichtig. Guck mal, wir haben neu freigeschaltet. Yo, Alter. Alles klar. Der ist eigentlich geil. Blitz. Mikrogyroskope ermöglichen schnellere Sprint und können in Echtzeit Bewegungskräfte übertragen, um Gegner zu Boden zu werfen. Verursache mit vier Armen aus Was? Verursache mit vier Armen aus schnell gewachsener einatomiger Eisenlegierung großen Schaden. Iron Spider Anzug. Alles klar. Wir sollten die auch mal ein bisschen upgraden hier, ne? Aber dafür brauchen wir Zeugs, das ist das Problem. Können wir noch nicht upgraden, ne? Doch, hier können wir da... Ach so. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ah, okay, ich verstehe. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ich muss mir das anziehen. Warte kurz. Warte kurz, Pete. Wir machen gleich weiter. Pass auf. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Alter, wie geil ist das denn? Hebt Gegner in die Luft und hält sich für eine kurze Zeit dort. Wie geil ist das denn? Ich will das haben. Das müssen wir uns wahrscheinlich noch freischalten, ne? Okay, pass mal auf. Anzugmods. Oh mein Gott. Wir können die voll... Was haben wir da? Bedrohungssensoren. Verlangsamen die Zeit nach einem perfekten Ausweichmanöver. Finde ich geil. Lassen wir drin. Was sind denn die neuen? Verringern genommenen Explosions- und Raketenschaden. Absorbiert eingehenden Schaden, ohne den Kombo-Zähler zurückzusetzen. Die Möglichkeit, dass durch genommene Schaden Geräte Auffüllungen generiert werden. Aha, Plasma-Entladung des Gewebes setzen die Anzugsoberfläche unter Strom und betäuben Gegner, die ihn berühren. Muss nach Aktivierung nachladen. Ne, wir nehmen das hier. Das finde ich cool. Achso, das müssen wir alles wieder bauen. Ja, alles klar. Okay, warte, wir gucken nochmal die Anzüge. Was brauchen wir denn dafür? Basismarken? Ne, hier, den wollte ich, ne? Tempoanzug. Wobei der halt auch geil ist. Basismarken. 3. Auswahlmann. 2 brauchen wir noch und hier auch noch 2. Ja. Den finde ich aber schon richtig sexy eigentlich. Der ist halt echt nice. Aber da brauchen wir halt noch viel von, ne? Aber egal. Und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachenfeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Ey, können wir sagen, was wir wollen, okay. Aber dieser Anzug Norman bei Nacht ist halt oberstick. Ich informiere Yuri. Am Tag geht das nicht so gut, aber in der Nacht ist das schon richtig sexy, ja. Das Ding. Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Ja, das wird er uns bestimmt einfach so aufhändigen. Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist.
Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald. Wir sind schon unterwegs, Yuri. Kein Problem. Alle Einheiten. Nö. Unbekannte schießen aus erhöhter Position auf Polizisten. Guck mal, die schießen die ganze Zeit, weißt du? Die ballern einfach komplett durch, Alter. Was ist das für ein Morphsuit? Das ist mein Dynamo-Anzug, Mann. Damit. Wenn wir uns damit bewegen, dann kriegt die Stadt Strom. Das ist echt cool. Alter, der geht mir so auf den Sack, ne? Ohne Witz. Worten hat man mich erniedrigt und beschimpft. Jahrelang habe ich sie gewarnt. Und jetzt ist es passiert. Dank Spider-Man haben wir buchstäblich klar die Pest am Hals. Warum ich ihm die Schuld gebe und nicht Martin Lee, dem gebe ich auch die Schuld. Er hat seine Strafe verdient. Aber er ist ein irrer Terrorist. Die machen so etwas eben. Spider-Man alles klar. Na, dann ist ja in Ordnung. Und doch wusste er wohl von der Gefahr, ohne uns zu warnen. Entweder dachte er, er hätte es im Griff, oder er steckt mit drin. Und ja, genau. Ich steck mit drin. Alles klar, jetzt geht's komplett los. Er hat komplett mal eben aufgedeckt, Leute. Wir wissen Bescheid. Wir sollten eigentlich das Spiel beenden. Wir sind einfach böse. Ne? Wir sind halt einfach böse. Können wir nichts machen, Freunde. Ist halt so. Ist halt doof gelaufen. Ne? Ist halt schade. Ist halt einfach schade. So. Gegenmittel. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Neue Art von Brofist. Aufmachen. Aufmachen. Mach jetzt auf. Natürlich. Also. Klar. Sicher. Okay, Spidey. Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Ja, der Vorteil ist halt wieder, wir sind halt mit unserem Dynamo echt gut geschützt und getarnt, ne? Das ist halt echt geil. Wir sind halt echt unauffällig. Moin. So, Schütze Nummer 1. Oh, da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Tschüss. Hat keiner mitbekommen. Hat keiner mitbekommen. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor ja, die sich das Antiserum schnappt. Noch mal eben. Wir können halt nicht so ganz so schnell machen. Guck mal, die haben sie alle wieder abgeregt. Weißt du, das ist wieder geil. Das ist wieder geil. Haben wir noch irgendwie einen Sniper hier? Da oben müssen wir hin. Sonst ist keiner mehr da oben, ne? Nur da die, ne? Okay, ich sehe schon Fässer. Oh, frohes Hängen. Vielleicht sollte ich mich lieber anschleichen. Ja, ich schleich doch schon. Hä? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, wollen wir den nächsten? Da haben wir jemanden. Vielleicht ein Netz am Turm. Der ist safe. Dachchen. Schöne Zeit über. Bung. Bumm. Okay. Die sind zusammen. Der ist alleine. Der ist gechillt. Geh mal zu dem darüber. Jerwing Hongchong. Die Dämonen haben Sable voll erwischt. Lee ist auf dem Kriegsfahrt. Nächster. Der ist gechillt. Da. Das war easy. Der ist safe.
Wunderbar. Oh. Die drei und den da noch. Spider-Man, geh jetzt. Joa. Meine Männer regeln das. Sable? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld. Halt dein Maul, Alter. Ganz ehrlich. Du bist doch genauso scheiß wie die. Na. Hat dich überrascht, was? Nacht. So. Oh, da fehlt noch einer. Cool. Nacht. Jetzt aber. Nice. Das hat gut geklappt. Sable hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Was ist denn mit euch? Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein. Bam! Halt dein Maul! Und tschüss! Boba Fett! Und zack! Ich muss mich beeilen und reingehen! Alter, die gehen mir auf den Sack. Okay. Okay. Ihr wollt spielen? Dann spielen wir jetzt. Oh. Was ist denn mit dir? Ich bin noch ausgewichen, Alter. Wir sollten im gleichen Team spielen. Okay. Okay. Als ob die so weit schießen können, weißt du? Okay, drei auf dem Boden, drei in der Luft. Vielleicht kommt er ja her. Oh, die haben Bock, ne? Die kommen her, oder? Ne, irgendwie doch nicht. Okay, wir müssen die in der Luft irgendwie zuerst ausschalten, das ist wichtig. Tag. Okay, haben wir irgendwas, womit ich denn vielleicht, genau. Alter! Junge, die gehen mir mega auf den Sack. Dieses Nachladen von denen, ne? Hä, hey, Alter, willst du mich verarschen? Alles mal ohne Witz. Ohne Scheiß, ne? Ihr dreckigen Pisser. Wir chillen mal gerade. Ich weiß, wir müssen eigentlich prügeln, aber... Wir müssen da runter. Aua! Alter, ohne Witz. Was für Assis, Junge. Ihr geht mir so auf den Sack. Angriff, Angriff! Hier, dein Maul, Junge! Angriff, deine Mutter! Alter. Okay, wie viele haben wir noch? Zwei Lufttypen. Okay, dann machen wir das doch mal. Zack. Rauf mit dir. Na. Komm mal her. So, der nächste auch. Batz. Einer fehlt noch, ne? Wo ist er? Ja, komm. Batz. Mistviech. Oh, da fehlt ja noch jemand. Das ist aber unverschämt, mein Freund. Ah.
Dämonen und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Ab nach drinnen. Ab nach drinnen. Ich bin's, das, der freundliche Dynamo der Stadt. Mach auf, komm. Warum bist du so schwer? Alter, du Assi-Braut, ne? Ohne Witz. Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden... Pack mal lieber deine Milchtüten ein, ey. Ein Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Ja, mach mal was. Komm mal runter von deinem hohen Ross, Alter. Meine Fresse, ey. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Alles okay, klar. Die gut. Ist ja richtig hart am Start, ey. Die ist außer Kontrolle. Oh. Rette du, wo kommen Osborn. Die jetzt her? Ich rede mit ihnen. Alles gut. Klar. Viel Spaß, hör mal. Viel Spaß. Freunde sind gut, ja. Okay, Lee. Das ist das Ende. Es reicht jetzt. Lee, du bist dran, Alter. Ohne Witz. Das ist Wahnsinn. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne. Der Feast aufgebaut hat. Er ist da immer noch drin, aber da ist was ganz, ganz Blödes dazwischen. Aua. Autsch. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Wuhu. Jetzt geht's abwärts. Okay. Miau. Oh oh. Kehrung, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Du kannst mir gar nichts, ich bin ein Dynamo, Alter. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Warum sind wir jetzt wieder auf so einem Drogentrip, Alter? Bitte. Ich will keinen Drogentrip. Mann, warte doch mal. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Alles klar, die starben wegen dir. Okay. Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Du warst ein fucking Lachen Kind, Sie Junge. Davon. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Dieser Typ, ey. Okay, gar nicht creepy oder so. Lies überhaupt, Schmerz. Überhaupt nicht creepy. Seine Wut. Sie befeuern seine Macht. Ja gut, also... Okay. Augenblicke zuvor. Was? Oh nein. Oh nein. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Unbedingt retten! Ich möchte Sie retten, Martin! Rache ist keine Lösung! Kämpfen Sie! Klar, was eine Überraschung. Als ob er jetzt so sagt, ja komm, lass uns einfach Kaffee trinken.
kein Problem. Alles klar, Leute. Martin hat's gewollt. Okay, warte mal. Wir müssen, glaube ich, Osborn wahrer Gerechtigkeit zu. Aber nicht mit ihren Mitteln. Ich höre niemals auf. Okay, das bringt nichts. Wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir den kriegen. Was braucht... Oh Gott. Das kann sich ja teleportieren, Alter. Au! Au! Oh, Martin, werd wach, Junge! Junge, ist das ein Super Saiyajin, Alter? Ja, das bringt halt nichts, ne? Komm mal her, du. Komm her. Nein, das Martin! Sind nicht Martin! Sie. Martin! Nicht machen! Genau. Keine gute Idee! Mann, dieser Wichser! Oh Gott, ey! Autsch, autsch, das hat weh. Martin, wach auf! Osborns Verbrechen gehen auf dein Konto! Ach, jetzt auf einmal auf meinem Konto, oder was? Hey, was macht der da? Alter! Martin, mach jetzt keinen Scheiß! Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Alles klar! Fotomodus, genau der richtige Zeitpunkt. Oh, geht noch nicht, scheiße. Oder nur ein Foto machen kurz, ey. Okay, warte. Lass mich mal eben kurz durch. Ich und mein Freund Martin müssen ein Foto machen. Als ob. ich bin gleich für euch da, Leute. Ich muss kurz ein Foto machen. Den Dämon besiegen, Martin! Oh Gott. Den Dämon So, jetzt, oder? Jo, was geht ab? Okay, können wir hier einen Filter reinmachen? Haben wir hier, wie heißt das? LOL! Guck mal, da ist er! Martin ist wieder normal geworden, Leute! Auf irgendeine komische Art und Weise. Er ist wieder normal! Er ist wieder... Okay, die Püppchen, also die Kämpfer sehen leicht gruselig aus mit diesem Filter, Alter. Er ist wieder okay. Wir haben ihn geheilt. Das war die Lösung. Ah. Fischauge, ja. Geil. Okay, ja gut. Erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh. Komm her, Martin! Was macht er denn jetzt? Aua! Alles klar! Großer Dämon! Alles klar, Junge, der ist komplett am Arsch! Martin, Junge, was ist falsch mit dir? Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen!
Ach echt, ja? Das sehen wir doch mal erst. Na komm. Wo bist du, mein Freund? Komm her. Alles klar, es geht wieder los. Wow! Nein! Kein Problem. Zack! Und let's go! Nein! Das alles wird bald vorbei sein. Das will ich hoffen. Aua! Das war unfair. Aua, jetzt lass mich doch mal kämpfen, Mann. Haltet eure Schnauze! Oh nein, oh nein. Ah! Martin! Jetzt mach keinen Scheiß, Junge! Ich hab Hunger. Autsch. Das hat gezwirbelt. Aua. Ups, ich muss mal weiter. Oh. Mein Wille ist stärker als deiner. Das werden wir ja sehen. Junge, der Typ ist krank. Nicht nachlassen. Er ist fast erledigt. Was ist denn jetzt hier los, Alter? What the fuck? Martin! Oh Gott. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz. Zack! Ups. Oh ne. Das ist jetzt doof. Alter. Okay, das ist jetzt richtig scheiße. Oh Gott. Wow. Wenn ich dir in die Quere kommen soll. Alter. Holy shit, ey. Puh. Was ist denn das für ein Fight, Mann? Das alles wird bald vorbei sein. Oh Gott. Oh. Ja, das ist halt doof, dass die... Junge, das ist halt krank. Wie viel Leben der abzieht, ne? Oh ne. Mein Wille ist. Tobi! Das werden wir ja sehen. Warte! Oh Gott, fast tot. Ja. Oh Gott, wie viele das sind, Junge, das ist ja... Oh mein Gott! Alter, was? Alter, was? Oh Gott! Mein Gott, ist das Wahnsinn. Holy shit. Oh. Oh Gott. Leute, das ist nicht ohne, Alter. Ohne Witz. Oh nein. Martin! Meine Fresse, Alter! Jetzt komm doch mal klar in deinem Kopf! Bitte! Oh lol! Oh lol!
glaube, wir haben ihn, Leute. Ich muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, wir kriegen Besuch, Leute. Guten Tag, Otto. Mein bester Freund. Nutzlos. Alter. Nein. Nicht kaputt gehen, bitte. In dir steckt doch auch nicht nur Böses, Alter. Otto? Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Ja, cool. Also, der war ja ganz nett, ey. Hey, wo ist Otto? Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Feast. Au. Au. Ich glaube, das hat ein bisschen wehgetan. Curry Stream plus 2 Brateier und 3 Klopse gleich Herz. Geil, Mann. Guten Hunger, ey. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? A thin line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl problems again.